muss hier, kann man inwendig gehen. Auf der linken Seite sieht man so ein Gitter. Ja, da muss man heraus. Das ist das sogenannte Angstloch, da muss man raus. Und dann muss man außen. Ja, das kennt ihr nicht. Das kennt ihr nicht. Da bin ich und das Schlimme ist, kurz vor der Kreuzblume geht die Treppe so über Kopf raus. Ja, über Kopf, ja. Und grauenhaft. Na, der Dompfarrer klettert oft hinauf. Ja. Nimmt manchmal Freunde mit und selbst erfahrene Kletterer, die das Hochgebirge gewohnt sind, ja, so kommen dort nicht weiter. Ja. Der Wulbandom geht aber innen hinauf und dann steigst du innen in diese Kreuzblume und die ist dann unten ausbetoniert. Und das ist ein wunderschöner Blick. Da siehst du überhaupt nicht, da kommt der Flur, du hängst auf einem Stein in der Luft, weil du den unteren Teil vom Turm erst ganz nach unten siehst. Ne? Ja. Mal schauen, wo wir da die Aufnahmen werden da richtig da machen. Dann zwei Karabiner. Wenn der Dompfarrer irgendwelche Leute mitnimmt, der macht dann immer dieselben blöden Schmieds und sagt dann, seid ihr gesichert, müsst keine Angst haben, da gibt es diese Spezialknoten, die gehen wir jetzt nochmal, aber ihr müsst keine Angst haben. Da leitet sie 5 Minuten und dann zurückgehen in der Position wahrscheinlich wieder 5 auch Minuten. Auch so. Ja, ja. Schau, ich habe da die Speicherkarte, gell? Nachher. Jetzt schaut es so aus, als ob es gleich losgeht. Stefan Sturm, Bumba, wenn man sieht, nur noch Sacher Papa und die Sängerknarren.